Ich bin fassungslos, wirklich fassungslos darüber, was aus den Grünen geworden ist. Ein Verein der Waffenfreunde, eine Vorhut der Rüstungsindustrie. Und am fassungslosesten macht mich Panzer-Toni Hofreiter, der keine, wirklich keine Gelegenheit auslässt, Bundeskanzler Scholz vor sich herzutreiben und neue Wunderwaffen für die Ukraine zu fordern. Als ließe sich der Weg zum Frieden nur mit Bomben, mit Raketen, mit Marschflugkörpern freischießen. In Wahrheit stehen wir am Rande eines Atomkrieges, wie ein ehemaliger Sicherheitsberater Helmut Schmitz deutlich gemacht hat. Ich werde Ihnen gleich das Zitat liefern, Sie müssen das kennen, aber vorher rechne ich mit dem Panzer-Toni und seiner olivgrünen Partei ab. Mein Name ist Martin Behrle, ich bin Autor des aktuellen Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst«. Und außerdem bin ich Kriegsdienstverweigerer. Ich halte den Pazifismus immer noch für eine gute Idee und ich habe in den 1980er Jahren mit den Grünen für den Frieden demonstriert. Ich wende mich jetzt direkt an den Panzer-Toni. Vielleicht schaut er dieses Video ja an. Ich erlaube mir die Du-Form, denn auf den zahlreichen Friedensdemonstrationen, da haben sich meine grünen Mitstreiter und ich auch geduzt. Also Toni, warum bin ich so sauer auf dich? Ich bin sauer, weil du bei deiner Waffenbegeisterung eines vergisst, wer dich in den Bundestag gewählt hat. Versetz dich mal in einen Wähler, der sich vor der letzten Bundestagswahl, September 21, von euren Plakaten mit der Friedenstaube hat überzeugen lassen. Darauf stand, keine Waffen und Rüstungsgüter in Krisengebiete, bereit, weil ihr es seid, finde die Taten hinter den Worten. Und jetzt, Toni? Jetzt sehe ich Taten, aber andere. Jetzt ruft niemand in Deutschland so laut nach Panzern, so laut nach Raketen und Marschflugkörpern, wie du es tust. Jetzt hat sich deine Partei an die Spitze einer naiven Waffengläubigkeit gesetzt, die vollkommen ausblendet, dass Waffenkriege nicht lösen, sondern nur auslösen und verschlimmern. Jede Waffe ist ein Mordinstrument. Menschen töten damit Menschen. Jede zusätzliche Waffe bedeutet zusätzliche Tote. Wer einen Krieg beenden will, indem er Waffen liefert, der könnte auch Benzin in ein Feuer gießen, um es zu löschen. Jeder weitere Kriegstag bringt Menschen um, zerstört die Ukraine noch mehr und er beschwört das Risiko eines dritten Weltkriegs herauf. Hast du darüber mal nachgedacht, Toni, dass deine Waffen ein vergiftetes Geschenk an die Ukraine sein könnten? Ein Geschenk, das die Empfänger umbringt? Und hast du zur Kenntnis genommen, warum ein General und ehemaliger Sicherheitsberater Helmut Schmitz diese Waffen für einen Eskalationsbeschleuniger erster Ordnung hält und dadurch die Gefahr eines fürchterlichen Atomkrieges wachsen sieht? Ich komme gleich darauf zurück, das müssen auch Sie, liebe Zuschauer, kennen. Vor der Wahl, da habt ihr Grünen versprochen, Waffenlieferungen in Krisengebiete zu verhindern. Und jetzt, Toni, sagst du, wir müssen mehr Waffen in die Ukraine liefern, effektivere, auch Taurus-Marschflugkörper. Dann sieht Putin ein, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann. Und dann kehrt endlich Friede ein. Weißt du, woran mich dieses Gerede erinnert? Es erinnert mich an die Endsiegpropaganda gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Immer hieß es, wartet ab, bis die Wunderwaffe kommt, dann pfeifen wir auf Stalingrad und gewinnen diesen Krieg doch noch. Man hat den Menschen Hoffnungen gemacht, die unberechtigt waren. Man hat sie in Schlachten geschickt, die nicht mehr zu gewinnen waren. Mit Blick auf die Ukraine hieß es, wenn wir erst die Panzerhaubitzen liefern, dann wendet sich der Krieg. Aber nichts hat sich gewendet. Dann hieß es, wenn wir erst die Leopardpanzer liefern, dann wendet sich der Krieg. Aber es hat sich nichts gewendet. Und dann hieß es, wenn wir erst die Taurus-Marschflugkörper liefern, dann wendet sich der Krieg. Aber mir ist klar, nichts wird sich wenden. Ich glaube, Toni, man muss den Menschen endlich die Wahrheit über den Ukraine-Krieg sagen. Ganz egal, wie viele Waffen wir liefern, die Ukraine, die kann diesen Krieg nicht gewinnen. Russland ist militärisch weit überlegen. Wenn wir uns um diese Wahrheit weiter drücken, dann verheizen wir Menschenleben, dann schieben wir die Zerstörung der Ukraine an und dann riskieren wir auch noch einen fürchterlichen dritten Weltkrieg. Der ranghöchste US-General, der Generalstabschef Mark Milley, der hat selbst gesagt, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen. Aber du, Toni, obwohl du niemals Kriegsdienst geleistet hast und ein militärischer Laie bist,
Du siehst die Sache offenbar anders. Du erweckst mit deinen Forderungen den Eindruck, wenn wir mehr Waffen liefern, dann kann die Ukraine noch etwas reißen. Aber ich sage, nicht Waffen führen den Frieden herbei, nur Verhandlungen können das. Ich glaube an das Gesetz der Resonanz, wenn die Ukraine Waffen einsetzt, die noch moderner und noch zerstörerischer sind, womit werden die Russen dann antworten? Mit Waffen, die noch moderner und noch zerstörerischer sind. Aber wenn die Ukraine endlich mehr Verhandlungsbereitschaft zeigt, womit werden die Russen dann antworten? Natürlich mit mehr Verhandlungsbereitschaft. Es kommt im Leben immer das zu uns zurück, was wir vorher senden. Als ich noch mit deinen grünen Parteifreunden auf den Friedensdemos marschiert bin in den 80ern, Toni, da haben wir gern Jesus zitiert mit dem Satz, steck dein Schwert weg, denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durchs Schwert umkommen. Wir beide, Toni, wir haben niemals Kriegsdienst geleistet, wir kennen also die militärische Praxis nur vom Hörensagen. Wir sollten auf Menschen hören, die sich mit dem Krieg weit besser auskennen, zum Beispiel auf den erfahrenen deutschen General Harald Kujat, das ist ein ehemaliger Sicherheitsberater Helmut Schmidts. Er macht uns deutlich, dass mehr Waffenlieferungen das Problem nicht lösen, sondern zu einer unberechenbaren Eskalation führen können. Er sagte, Waffenlieferungen schützen ja nicht die ukrainische Bevölkerung. Waffenlieferungen töten russische Soldaten, töten ukrainische Soldaten und töten die ukrainische Zivilbevölkerung. Nur ein Waffenstillstand, nur ein Ende der Kampfhandlung schützt ja die Zivilbevölkerung in der Ukraine, nicht Waffenlieferungen. Dieser Gedanke, Toni, der ist doch von einer bestechenden Logik. Je mehr Waffen in einem Krieg zum Einsatz kommen, desto mehr Menschen sterben. Je härter die Schläge der einen Seite ausfallen, desto härter die Gegenschläge von der anderen Seite. Wer Menschen schützen will, der sollte also nicht die Frage stellen, wie kann ich eine Kriegspartei aufrüsten? Sondern er sollte sich fragen, wie kann ich beide Kriegsparteien an einen Verhandlungstisch bringen und dafür sorgen, dass dieser Krieg endlich friedlich endet? Du willst etwas für die Menschen in der Ukraine tun, Toni? Dann liefere keine Waffen, dann liefere Ideen für den Frieden. Und den Frieden, den können wir nur anstoßen, wenn wir mit beiden Kriegsparteien sprechen, auch mit den Russen, auch mit Putin. Aber was tut deine Parteigenossin Annalena Baerbock, die höchste Diplomatin unseres Landes? Sie erklärt, dass wir Russland, Zitat, ruinieren wollen und dass wir uns im Krieg mit Russland befinden. Diplomatie soll Brücken bauen, Baerbock reißt Brücken ein. Jetzt sagst du vielleicht, Toni, Putin ist ein Pragmatiker und wenn dieser Krieg für ihn zu teuer wird, dann wird er ihn aufgeben. Darum brauchen wir mehr Waffen? Ich frag dich, woher nimmst du diese Sicherheit? Ich halte Putin für einen Charakter mit narzisstischen Zügen, der niemals, niemals Schwäche bekennt, schon gar nicht öffentlich. Und wenn wir ihn an die Wand drängen, dann wird er mit allem zurückschlagen, was er auf Lager hat. Auch mit chemischen Waffen, auch mit biologischen Waffen, ja, womöglich sogar mit Atomwaffen. Lieber geht er unter, als dass er verliert. Wenn wir diesen Krieg auf die Spitze treiben, dann verlieren alle. Es sollte dir zu denken geben, Toni, was der erfahrene General Kujat dazu sagt. Wir müssen immer bedenken dabei, dass Russland die überlegene Macht in diesem Krieg ist. Russland hat seine militärischen Möglichkeiten noch lange nicht ausgereizt. Das bedeutet, jeder Eskalationsschritt auf unserer Seite kann durch einen höheren Eskalationsschritt Russlands wieder ausgeglichen werden. Das ist ja gerade die Eskalationsspirale, die sich immer weiter dreht. Woher weißt du eigentlich, Toni, dass uns diese Eskalationsspirale nicht in einen Atomkrieg führt? Ich bin in allergrößter Sorge, dass mit jedem Tag, den dieser Krieg länger dauert, und mit jeder schweren Waffe, die wir liefern, dass damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein atomarer Knall all das auslöscht, was wir verteidigen wollen, nicht nur die Ukraine, sondern auch Europa und Deutschland. General Kujat sagt dazu, ein nuklearer Einsatz wird Europa zerstören. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ich sehe auch immer die sogenannten Experten, die von taktischen Nuklearwaffen sprechen und einer möglichen Begrenzung. Eine Atomwaffe eingesetzt, verändert die Natur dieses Krieges völlig. Darüber muss sich jeder im Klaren sein.
Wenn Kujat von sogenannten Experten spricht, lieber Toni, ist nicht auszuschließen, dass er damit auch Leute wie dich meint. Denn bis der Ukraine-Krieg begann, da warst du noch als Umwelt- und Landwirtschaftsexperte bekannt, als Biologe. Keine Spur von militärischer Expertise. Aber dann hat deine eigene Partei dich vor den Kopf gestoßen und dich als potenziellen Landwirtschaftsminister ausgebotet. Ich fand das unfair, weil du auf diesem Feld eine wesentlich größere Kompetenz als Cem Özdemir mitgebracht hast. Deine Partei, die hat dich kaltgestellt. Bis 2021, da warst du noch Fraktionsvorsitzender und potenzieller Minister. Doch nun wurdest du abgeschoben vom Zentrum der Macht an den Rand. Du warst nur noch für den Europaausschuss im Bundestag zuständig. Ein Sturz aus dem Himmel der Macht. Ich kann mir vorstellen, wie das wehgetan hat, eine solche Abfuhr von der eigenen Partei zu bekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich eine große Umstellung war, plötzlich nicht mehr zu den gefragtesten Interviewpartnern und Talkshow-Gästen zu gehören. Es war eher die politische Hinterbank, auf die dich deine Partei gesetzt hatte. Ausschuss statt Rampenlicht. Und nun habe ich mal eine Frage, Toni. Kann es sein, dass du zum lautstärksten Waffenbefürworter deiner Partei geworden bist, um wieder politische und öffentliche Bedeutung zu erlangen? Kann es sein, dass dein Ruf nach Waffen für die Ukraine auch ein Ruf nach Aufmerksamkeit für Toni Hofreiter ist? Denn es war dir ja klar, ehe du dich positioniert hast, wenn ein ehemals führendes Mitglied einer Partei mit pazifistischen Wurzeln auf einmal nach schweren Waffen ruft und wenn es auf einmal die Panzertypen rauf und runter betet, dann würden die Medien sich um einen solchen Interviewpartner natürlich reizen. Dann würde der Name Hofreiter wieder in fetten Schlagzeilen stehen. Und dann wäre es mit deinem Dasein als öffentlicher Hinterbänkler, kaum dass es begonnen hatte, wieder vorbei. Ich frage dich also, Toni, wärst du auch so massiv für Waffen eingetreten, wenn du gewusst hättest, dass keine Zeitung darüber schreibt, dass keine Talkshow dich einlädt und dass keiner von deinen Parteigenossen, die dich ausgebotet haben, sich so richtig ärgert über dein vermeintliches Comeback in die erste Reihe? Ich frage das Ergebnis offen, denn ich kann mir beides vorstellen. Vielleicht plädierst du für mehr Waffen, weil du es wirklich für den besten Weg hältst. Denn eines hast du mir voraus, du warst in der Ukraine, du hast mit den Menschen dort gesprochen und vielleicht haben dich diese Eindrücke, diese Gespräche tatsächlich zu dieser Überzeugung gebracht. Wenn das so ist, denk bitte über die Worte von General Kujat nach. Es kann sein, Toni, dass du den Menschen in der Ukraine mit immer neuen Waffenlieferungen eben keinen Frieden, sondern die Hölle auf Erden bescherst, einen Krieg ohne Ende, einen Krieg mit immer mehr Blut und Opfern. Falls du aber Waffen forderst, um so im Gespräch zu bleiben, dann bist du wirklich ein Panzer, Toni, und dann habe ich nur eine Botschaft an dich. Widme dich wieder der Landwirtschaft, denn davon verstehst du deutlich mehr als vom Krieg. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video darüber, wie eine grüne Ikone mit der Kriegspolitik der heutigen Grünen abgerechnet hat. Das ist eine Abrechnung, die müssen Sie unbedingt kennen. Klicken Sie das Video jetzt hier in der Infobox und wir blenden es auch gleich noch ein zum einfachen Anklicken. Und am Ende, da habe ich noch ein Geschenk für Sie. Nutzen Sie gerne mein kostenloses Videoseminar »Das 3-Minuten-Geheimnis«. Dort verrate ich Ihnen, wie Sie mit nur drei Minuten Aufwand pro Tag Ihr Leben verändern, wie Sie ab sofort noch erfolgreicher werden, selbstsicherer und endlich das durchziehen, was Ihnen wirklich wichtig ist. Die Methode ist verblüffend. Ich verdanke ihr all meine Erfolge und die wird auch bei Ihnen funktionieren. Klicken Sie jetzt hier und nutzen Sie mein Geschenk. Es kann Ihr Leben verändern, verbessern, versprochen. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, am besten mit Abo und Glocke. Ihr Martin Behrle.